In dem Video stelle ich dir die Plank, die Liegestütze mit gestreckten Armen vor, später noch den Übergang in Chaturanga Dandasana. Das ist eine absolute Fehlerquelle, gerade im Sonnengruß. Es wird sehr viel falsch gemacht. Leute kollabieren im Schulter-Nackenbereich, knicken unteren Rücken ab, geben damit viel Gewicht auf die Lendenwirbelsäule. Es fehlt so eine Basis und Verständnis für die Yoga-Übung. Ich zeige dir in dem Video, wie du es vielleicht besser machen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir sehen uns wieder auf der Matte. Ja, bevor es gleich losgeht, noch ein paar Details der Ausrichtung für dich jetzt im Überblick. Du lernst die Gelenke zu entlasten. Eine Linie, Schultergelenk, Ellenbogen, Handgelenk. Die Oberarme nach außen zu rotieren, hilft dir, dem Herzen mehr Raum zu geben. Die Körpervorderseite zu dehnen, dich gleichzeitig mit der Rückseite zu verbinden. Zur Außenrotation gibt es ein Video schon, schau es dir gerne an, ich habe es dir verlinkt. Und es ist wichtig, auch eine Basis zu schaffen über die Hände, über die Füße. Damit startest du jetzt. Komm bitte in den Vierfüßlerstand, falls du einen Block hast, leg den Block mit in die Nähe. Im Yoga beginnt alles mit einer guten Basis, deshalb schau, dass du die Handgelenke unter die Schultergelenke bringst. Finger weit auseinander, drück die Fingerkuppen fester in den Boden, die laufen weiß an und gib mehr Gewicht auf die Handballen vom Daumen, auf den Handballen vom Zeigefinger und auf den Handteller. Halte das, heb den Kopf leicht an, Basis über die Hände passt, jetzt schieb den rechten Fuß nach hinten, schau zum hinteren Fuß. 90 Grad, Schienbein spannen, also schieb die Ferse nicht zu weit nach hinten, nicht zu weit nach vorn. 90 Grad, als würdest du stehen. Und verteile das Gewicht gleichmäßig auf Großzeh und Kleinzehballen. Oft kippen die Leute so zur Seite. Es fehlt die Verbindung zum Großzehballen. Deshalb mehr Bewusstsein, Großzehballen schicken. Streck dein hinteres Bein, heb den Kopf an, Rücken lang, linker Fuß dazu. Liegestütz, Plank mit gestreckten Armen. Atme, schenk dir ein Lächeln. Jetzt nochmal die Basis spüren. Die Hände, die Füße, schieb die Krone vom Kopf nach vorn. Gleichzeitig schieb die Fersen nach hinten. Zieh dich lang, atme ein. Ausatmen, auflösen. Komm bequem zum Sitzen. Kannst wie ich bequem auf den Fersen sitzen oder überkreuz die Füße. Finde für dich eine aufgerichtete Sitzposition. Im zweiten Schritt wirst du jetzt die Außenrotation nochmal wiederholen. Auch dazu gibt es bereits ein Video. Ich habe es dir oben verlinkt. Aha-Effekt für die Schultern. Gern zu Hause nochmal üben. Du drehst die Daumen nach vorn. Und jetzt achte auf die Oberarme. Dreh die Oberarme nach außen. Damit drehst du die Daumen nach oben, leicht nach hinten. Halte das aus den Schultern. Streck die Arme. Gib dir Raum im Herzen. Und jetzt drehst du nur die Handflächen zurück und streck die Arme und stell dir vor, du drückst mit deinen Händen zwei imaginäre Wände auseinander. Schau mal nach links, nach rechts, Finger weit geöffnet, nochmal die Fingerkuppen gegen die imaginären Wände drücken, aus den Schultern, gib dir Raum. Jetzt wichtig, bring die Arme nach vorn, Schultern ziehen nach hinten, Finger immer noch weit geöffnet und du siehst, dass die Armbeugen Richtung Decke schauen und die Ellenbogen sind Richtung Boden ausgerichtet. Das halten und genau das übst du jetzt noch einmal. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Erinnere dich über die Basis, das hast du bereits geübt. Finger ausrichten. Jetzt drehst du die Oberarme nach außen, die Ellenbogen nach hinten, gib dir Raum im Herzen, heb den Raum, schau mal zu mir, zwischen den Schultern an, also hier nicht kollabieren, komm hier höher zwischen den Schulterblättern. Oberarme drehen nach außen, Ellenbogen nach hinten, das halten. Rechten, linken Fuß nach hinten schieben, gleichmäßig verteiltes Gewicht auf Großzehen, Kleinzehbein, Liegestütz, gestreckte Arme. Für manche Leute ist das zu viel, deshalb leg mal die Knie auf den Boden ab, atme. Jetzt bitte ich dich, einen Block zu nehmen
und legt den Block so in die Mittelposition. Also es gibt eine flache, eine mittel- und eine hohe Position. In der Mittelposition genau erstmal zwischen die Hände. Und du verschiebst den Block so 5 bis 10 cm nach vorn. Ganz leicht nach vorn. Gut. Nächster Schritt. Das Ablegen. Übergang Chaturanga ist sehr wichtig. Wird extrem viel falsch gemacht. Ich zeige es dir, wie es falsch gemacht wird. Leute gehen mit den Ellenbogen zur Seite und kollabieren so nach vorne. Es fehlt die Kraft, die Länge im Rücken. Was du jetzt machst, ist Folgendes. Ich nenne es gern die Oma-Liegestütz. Dreh nochmal die Oberarme nach hinten, die Ellenbogen nach hinten, Rücken lang, zieh dein Steißbein nach innen, Kopf anheben. Und jetzt wirklich großzügig, denk dich weit. Beug die Arme und du schiebst den Oberkörper nach vorn, nach vorn, nach vorn. Dein Herz schwebt über dem Block, drück die Hände, komm wieder hoch. Und das Ganze machst du mit mir noch viermal. Dein Herz schwebt so vielleicht so 1-2 cm über dem Block, also nicht kollabieren. Drück die Hände in den Boden und bleib lang im Rücken. Steißbein zieht nach innen. Achtung, beginn jetzt. Beug die Arme, schieb den Oberkörper nach vorn. Drück die Hände. Komm nach oben. Noch drei. Beugen. Nach oben kommen. Einatmen. Ausatmen, beugen. Schieb den Oberkörper nach vorn. Schweb. Streck die Arme. Ein letztes Mal. Beugen. Kopf anheben, Rücken lang, Ellbogen drehen nach hinten und nach oben kommen. Schieb dein Gesäß nach hinten auf die Fersen, Fersensitz oder bequem hinsetzen, Handgelenke entlasten. Gibt es auch bereits Videos dazu, ich verlinke es dir auch in der Infobox. Du kannst auch die Handgelenke mal ausschütteln. Und das wiederholst du noch einmal. Du kannst den Block jetzt eine Etage tiefer bringen. Falls dir das zu anspruchsvoll ist, übst du das, was du eben geübt hast. Noch einmal. Schieb den Block, wenn du den flacher hast, 2-3 cm nach vorn. Noch einmal, gib Gewicht auf die Hände, Rücken lang, Steißbein nach innen ziehen, Bauchnabel nach innen, untere Rippen nach innen. Achte auf die Länge im Rücken. Außenrotation der Oberarme, schieb den Oberkörper nach vorn, schweben. Strecken. Noch dreimal. Gemeinsam. Ausatmen, beugen. Gib Gewicht auf die Hände. Streck die Arme. Noch einmal beugen. Strecken. Und ein letztes Mal erinnere dich daran, auch aus einer Freude heraus zu üben. Mit einem Lächeln. Schweb zum Boden. Spür dich. Streck die Arme. Komm nach oben. Schieb noch einmal dein Gesäß nach hinten. Mach mal Fäuste und dreh einfach aus den Handgelenken, mal nach links, mal nach rechts. Schön ausschütteln. Und jetzt gilt es, den Übergang zu finden. Chaturanga, leg den Block zur Seite. Die einfachste Variante ist folgende. Vierfüßlerstand, rechten Fuß nach hinten. Linker dazu Liegestütz. Wenn du die Kraft nicht hast, leg die Knie auf den Boden ab. Du hast die Knie leicht nach hinten versetzt, hinter die Hüftgelenke. Also du bist nicht hier im Vierfüßlerstand, sondern leicht nach hinten. Und jetzt beug die Arme, dreh die Ellenbogen nach hinten, schweb zum Boden, ausatmen, einatmen, Kobra, ausatmen, herabschauender Hund. Übst es noch einmal, Liegestütz. Abstand passt, Kopf anheben, Rücken lang, Knie ablegen. Das halten, Ellenbogen drehen nach hinten, drück die Hände in den Boden, die Zehen, Rücken lang, beugen, schweb zum Boden, denk dich nach vorn, ablegen, Cobra, herabschauender Hund. Jetzt anders, einatmen, Liegestütz, halte das. Gib mehr Gewicht auf die Hände, mehr Gewicht auf die Füße, schieb die Krone vom Kopf nach vorn, Fersen nach hinten. Bleib lang, atme. Ellenbogen drehen nach hinten, Außenrotation. Beug die Arme und jetzt schweb nach vorn, nach vorn, nach vorn, halten, ausatmen, ablegen. Cobra, herabschauender Hund. Ein letztes Mal. Liegestütz.
Arme beugen und schweben, Zeitlupe zum Boden. Ausatmen. Leg mal die Stirn ab. Schenk dir ein tiefes Durchatmen. Und jetzt am Ende des Videos wirst du schweben. Nicht wundern, Achtung. Setz die Zehen auf. Großzeh, Kleinzehballen. Hände unter die Schultergelenke, Finger weit geöffnet. Zeigefinger schaut nach vorn. Zieh die Schulter nach oben, hinten weg von den Ohren. Rücken lang, zieh dein Steißbein nach innen. Und auf drei hebst du mit mir gleichzeitig den Kopf an, den Bauch und das Becken. Achtung, 1, 2, 3. Anheben, 5 bis 10 cm, schweben, atmen, ablegen. Und noch einmal. Heb die Schultern an, probier dich aus. Es muss nicht funktionieren, es kann funktionieren. Rücken lang, Stabilität im unteren Rücken lang werden. 1, 2, 3. Schweben, ausatmen, ablegen. Cobra, schieb dein Gesäß nach hinten. Nochmal in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Lauf mit den Füßen in die Mitte der Matte. Beug die Beine. Bequem zum Sitzen kommen. Schenk dir nochmal ein tiefes Durchatmen. Schließ für einen Moment die Augen. Nimm dich wahr. Lass die Übungssequenz nochmal Revue passieren. Was hat sich jetzt für dich verändert? Was hast du gelernt? Und dann atmest du aus, öffne bitte die Augen. Also zur Wiederholung für dich. Mir ist es wichtig, dass du mit Technik, mit Wissen über die Ausrichtungsprinzipien für dich Yoga zu Hause übst. Das wird es dir leichter machen, mehr Kraft, mehr Stabilität zu erfahren und dem Körper weniger Möglichkeiten des Ausweichens zu schenken. Damit kannst du mehr in die Kraft gehen, mehr in die Stabilität und den Körper insgesamt mehr, ich sage einfach mal, aktivieren, stabilisieren. Hinterlass gerne mal einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat, was hast du gelernt, was ist anders, wo sind vielleicht auch noch Fragen. Ich freue mich, dass du mit mir übst. Falls noch nicht getan, kannst du den Kanal hier oben abonnieren. Auf dieser Seite findest du das nächste Übungsvideo. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.